Mein Name ist Johann Lafer. Demnächst seht ihr mich bei Susanne Stanke beim Tischgespräch bei Hamburg 1. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Staatlich Fachingen. Das Wasser. Seit 1742. Präsentiert Ihnen. Liebe Zuschauer, seien Sie herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Tischgespräch. Ich begrüße Sie in 100 Metern Höhe über dem lebhaften Hafen aus der Aigner Suite des Lifestyle Hotels The Westin Hamburg. Hier genießen meine Gäste und ich erlesene kulinarische Kompositionen aus dem Restaurant des Safran bei einzigartigem Blick aus Hamburgs neuem Wahrzeichen, der Elbphilharmonie. Mein heutiger Gast ist einer der besten und wahrscheinlich der bekannteste Meisterkoch Deutschlands, Johann Lafer. Johann Lafer wurde 1957 in St. Stephan nahe Graz in der Steiermark geboren. Nach einer Ausbildung als Koch arbeitete er 3 Jahre im Hamburger Le Canard bei Josef Viehhauser. Bereits 1980 erhielt er die Auszeichnung als bester deutscher Pâtissier und nur ein Jahr später seinen ersten Stern im Guide Michelin. Kurz darauf wurde Lafer Chef-Pâtissier im Restaurant Aubergine bei Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann in München. Lafers späteres Restaurant Stromburg nahe Bingen in Rheinland-Pfalz erhielt den Five Star Diamond Award und der Meister selbst wurde vom Gummio 1997 zum Koch des Jahres ernannt. Danach entdeckte ihn das Fernsehen und Johann Lafer wurde durch unzählige TV-Auftritte und die Veröffentlichung vieler Kochbücher bis heute einem Millionenpublikum bekannt. Herzlich willkommen bei Tischgespräch. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Johann Lafer. Ja, hallo, Frau Stanke. Schön, dass Sie das möglich gemacht haben, bei Ihrem eng getakteten Terminkalender uns hier bei Tischgespräch zu beehren. Wenn ich nach Hamburg kommen kann und darf, komme ich sehr gerne. Ich liebe diese Stadt und natürlich auch hier diese Atmosphäre. Ich bin sehr gerne da. Sie haben einen persönlichen Bezug zu Hamburg? Ja, nicht zuletzt, weil ich natürlich schon hier sehr früh in meinem jungen Leben damals als Koch gearbeitet habe bei Herrn Viehhauser. Das war 1978 im Le Canard in der Martinistraße. Und natürlich, wenn man hier über ein Jahr gelebt hat, dann bekommt man eine intensive Beziehung. Und mittlerweile bin ich ja sehr oft hier, weil viele meiner Sendungen auch hier in Hamburg aufgezeichnet werden. Mhm. Wie ist Ihr erster Eindruck von der Elbphilharmonie? Großartig. Ich habe damals natürlich auch mitbekommen, wie viel Auf und Abs es gab in Bezug auf Bau dieses Gebäudes. Aber ich glaube, für Hamburg ist das was ganz Besonderes. Mhm. Und welche Stadt hat schon weltweit eine Sehenswürdigkeit, die so viel Ausstrahlung hat, die auch inhaltlich so viel zu bieten hat? Ich glaube, das ist einfach einzigartig. Ich vergleiche es ein bisschen mit Sydney, also auch das Opernhaus dort und jetzt hier die Elbphilharmonie. Das ist schon was ganz Besonderes. Sind Sie schwindelfrei? Ja, ja, also wenn man Hubschrauber fliegt, dann muss man schwindelfrei sein. Ja, ansonsten wird man keinen Pilotenschein machen können. Ja, das haben Sie ja auch noch gemacht, das stimmt. Genau. Geboren und aufgewachsen sind Sie nicht in der Großstadt, sondern auf einem Bauernhof in der Steiermark. Da sind Sie früh in Berührung gekommen mit Naturprodukten und saisonalem Kochen. Wie hat das Ihr späteres Leben geprägt? Ich glaube, das war das Entscheidende überhaupt in meinem Leben, denn das ist das, was ich nie vergessen habe, nämlich meine Herkunft, meine authentische Art zu leben, die ich dort 17 Jahre genießen durfte. Das ist das, was mich geprägt hat und was auch dazu geführt hat, dass ich irgendwann mal durch diese Verliebtheit in die Natur, in Verbindung mit den Produkten, die die Natur uns schenkt, Koch gelernt habe. Also meine Mutter hat, glaube ich, da wirklich das dazu beigetragen, ja, was notwendig war. Das wollte ich schon gerade sagen. Ihre Mutter war eigentlich Ihre erste Lehrerin beim Backen und Kochen, nicht wahr? Ja, das hat eher was damit zu tun gehabt, dass meine Mutter
ja immer sehr traurig war, wenn etwas nicht gelungen ist. Und das hat mich als Kind immer sehr tief berührt. Zum Beispiel Biskuitroulade, das kennt jeder, ist ja ganz einfach. Und dann wird die aufgerollt, mit Marmelade gefüllt und dann hatte die immer einen Riss oben meistens. Das liegt daran, man backt sie zu lange oder zu wenig. Und da war die 3 Tage lang depressiv, wenn diese Roulade einen Riss hatte. Dann habe ich gesagt, das Kind, das kann ja nicht sein. Das schmeckt deshalb nicht anders. Wenn man sie in Scheiben schneidet, sieht man das nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich selbst angefangen, mit 9 Jahren zu backen, um das zu umgehen, damit meine Mutter nicht so traurig ist. Meine Biskuitroulade war dann zwar noch schlechter als ihre, aber ich sage mal, es war zumindest der Beginn des Interesses zum Kochen. Aha. Welchen Anteil hat Ihre Mutter an dem, was sie heute als Meisterkoch ausmacht? Wie wichtig war Mama für den jungen Johann? Ganz wichtig, weil ich habe gelernt, was ehrliche, normale, natürliche Küche bedeutet. Und das ist ja das, was heute sehr oft abhanden gekommen ist, nämlich dieser puristische Geschmack, das Produkt ist das da. Also, natürliche Nachhaltigkeit, ja, sozusagen, weißt, damals wenn schon. Die, ne? Zum Beispiel, wenn die zum Beispiel saß in der Küche mit ihrer Kittelschürze und hat dann einen Apfel geschält und hat diesen Apfel für mich in Spalten geschnitten. Jetzt wird jeder sagen, was ist ein Apfel? Nix. Nein, das war für mich eine Delikatesse. Dieser Apfel, diese Sorte, die kannte ich ja selber, weil ich ja den Baum kannte. Ich wusste genau, wo der herkommt. Und das ist eben diese Beziehung. Herzlichen Dank. Sehr gern. Selbst gepflückt wahrscheinlich noch von Ihnen. Das hat auch immer wieder natürlich bei uns Kinder, bei meinen beiden Schwestern und natürlich bei meiner Person nicht zur Freude hervorgerufen. Wir kamen ja von der Schule. Und dann mussten wir halt immer mithelfen. Gell? Und da gab es solche Arbeiten wie Kartoffelernten oder auch Apfelklauben, sagt man bei uns, oder auch sonstige Dinge. Apfelklauben, richtig. Also, weißt du, so Äpfel vom Boden klauben oder auch vom Baum pflücken. Und da muss ich wirklich sagen, das hat mich manchmal total genervt. Oder auch Kirschen pflücken, gell? Dann musst du ja die Kirschen pflücken, dann kommen die so ein Wegglas, dann wurde da Wasser drauf, Zucker, wurden die ja eingekocht und dann im Winter gab es Kirschen. Aber wenn es eine Winterkirschen gab, Leute, das war so für mich. Du hast das Gefühl gehabt, jede einzelne Kirsche im Mund ist eine Delikatesse, es ist etwas ganz Besonderes. Ich wusste genau, ich habe sie angefasst, ich habe sie gepflückt. Es war einfach die Wertschätzung für ein gutes Produkt. Ja, das haben Sie sehr schön beschrieben. Also den Geschmack des Sommers dann im Winter zu reaktivieren. Alles, ne? Oder auch Sauerkraut. Ich meine, man muss mal überlegen, wie unbedeutend heute manche Lebensmittel geworden sind. Also als ich klein war, da haben wir noch mit der Schubkarre den Krautkopf geholt vom Acker. Dann hat meine Mutter den geschabt auf so einer großen Holzschabe. Wir Kinder haben uns dann die Füße gewaschen und sind in diesem Bottich rumgelaufen, wenn das Kraut reinkam mit Salz und Wacholder und Kümmel und so weiter. Mhm. Da wurde das beschwert und dann gab es immer so um die Weihnachtszeit Sauerkraut. Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für mich bedeutet hat, diese Emotion mitzubekommen vom Krautkopf bis zum Sauerkraut. Heute gehst du in den Supermarkt, kaufst du so eine komische, verschweißte Tüte da, die kannst du ins Wasserbad werfen, kostet auch nur noch 30 Cent. Also das heißt, da fehlt den Leuten manchmal die Beziehung. Und das hat mich geprägt. Und deswegen bin ich heute eben auf der Suche nach dem guten Geschmack. Ich bin ein Geschmacksnerd. Also wenn ich irgendwo irgendwas entdecke, dann ist es immer so, dass ich mich zurückerinnere, wie hat das mal geschmeckt. Und wenn das nahe dieser Urgeschmacksrichtung kommt, dann bin ich sehr glücklich. Ja, es ist ja richtig romantisch, wie Sie das beschreiben. Nein, es ist so, es ist kein Witz. Ihre Mama ähnlich prägend wie vielleicht Josef Viehhauser oder Eckhard Witzigmann? Also alle Leute, mit denen ich ja intensiv zusammengearbeitet habe, mein Leben geprägt. Nun möchte ich da keine Gewichtung vornehmen, weil das sind unterschiedliche Voraussetzungen. Ich glaube, Voraussetzung für den Beruf ist erstmal, das Produkt Lebensmittel zu kennen und zu verstehen. Mhm. Das habe ich natürlich zu Hause gelernt und dann das Essen zu verfeinern, zu verarbeiten. Das habe ich bei Herrn Viehhauser und auch bei natürlich Herrn Witzigmann und auch bei den beiden Müllers gelernt. Ich werde nie vergessen, als mal hier in Hamburg, als ich da war beim Viehhauser, ein Restaurant-Tester kam und mich verwechselt hatte mit dem Chef, weil ich auch Österreicher bin. Und dann hat er bestellt zum Aperitif eine halbe Flasche Krug Champagner, also Krug Champagner. Und ich habe gedacht, er hat einen Krug Champagner bestellt, weil ich wusste ja gar nicht, was Krug Champagner ist. Ich war ja ganz jung damals. Und da war nur die Putzfrau da. Und dann haben wir beide wie die Beklopften gesucht nach diesem Krug Champagner. Und irgendwann haben wir dann diese halbe Flasche gefunden. So. Und dann wusste ich ja mit meinem unerfahrenen Wissen, dass man zuerst mal Brot und Butter serviert und dann natürlich zum Aperitif diese Champagnerflasche.
Und dann musste ich die aufmachen, ich als Koch. Und der hat immer gedacht, ich bin der Viehhauser. Ja, weil ich gesagt habe, ja, sind ja seit kurzem hier, ich war auch seit kurzem hier und so weiter. Und dann habe ich diese Flasche aufgetreten, das ist also der halbe Champagner. Ich glaube, die Flasche hat damals schon wirklich viel Geld gekostet. Ist also so schön gleichmäßig über den Brotkorb gelaufen, bevor ich dem ins Glas geschenkt habe. Da wird er schon gedacht haben, was ist denn das hier für ein Saftladen? Der kann nicht einmal Champagner aufmachen. Aber das sind die Dinge, die einen natürlich auch prägen, die man nie vergisst. Die man ganz nie vergisst. Nie vergisst. Wenn Sie an Ihre Kindheit und an Ihre Jugend denken, gibt es da auch besondere Erfahrungen oder Erlebnisse, die Sie nie vergessen werden? Ja, also vor allen Dingen, ich bin ja sehr gläubig und ich war viele, viele Jahre Ministrant und habe sehr intensiv dieses gemeinschaftliche Leben genossen. Und ich muss sagen, diese Sinnlichkeit, dieses Nachdenken, auch das Innehalten manchmal, aber auch diese Rituale mitzumachen, das hat mir sehr, sehr gut getan. Das hat in mir eine Disziplin hervorgerufen, über die ich sehr dankbar bin. Und nach wie vor erinnere ich mich gerne an diese Momente, nämlich auch zu wissen, dass Leben und Tod sehr nah beieinander sind. Also sowohl man feiert Auferstehung und gleichzeitig ist man beim Begräbnis als Ministrant dabei. Das hat mich damals sehr zum Nachdenken angeregt, schon als kleines Kind, weil ich immer mir gesagt habe, siehst du, das Leben ist endlich. Das Leben hat natürlich die Höhen, hat auch die Tiefen. Und deswegen habe ich nie vergessen, woher ich komme. Ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Ja, Sie rücken auch etwas in den Mittelpunkt, und zwar gesundes Essen in den Schulen. Sie setzen sich aktiv für gute Schulkantinen und gesunde Ernährung in den Schulen ein, besonders für wirtschaftlich benachteiligte Kinder. Ja. Wie stellt sich die Situation aus Ihrer Sicht dar? Also erstmal muss man ja sagen, finde ich, dass wir in Deutschland in einem Staat mit dieser Wohlstandssituation in der Lage sein müssten, dass alle Kinder ein Schulessen bekommen und das möglichst finanziert auf Kosten des Staates. Denn es gibt ja soziale Unterschiede und wenn sich das auch noch darauf auswirkt, dass die Kinder in der Schule dann sich das Essen nicht leisten können und gegenüber den anderen benachteiligt sind, dann finde ich, dann tut es erstmal sehr weh und zweitens finde ich das nicht richtig. Also was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass zunächst mal wir wieder aufgrund dessen, dass zu Hause ja relativ wenig vermittelt wird oder übermittelt wird über das Thema Leben, weil meistens die Eltern berufstätig sind und die Kinder nur so am Rande mit ernährt oder erzogen werden, wünsche ich mir, dass in den Schulen vielleicht sogar das Thema Haushaltsunterricht oder auch, ich sag mal, so eine Grundlebenslehre eingeführt wird. Und dann durfte ich ja erleben in meiner Schulmeinzeit, dass sehr viele Kinder mittags kommen und dann haben die so eine Karte, wo sie vorher Geld aufladen müssen, dass die kein Geld auf der Karte haben. Dann steht der vor dir und dann kann der sich das Brötchen nicht leisten oder kann sich das Mittagessen nicht leisten. Ich meine, ich habe, glaube ich, zuletzt so intensiv geweint beim Begräbnis meines Vaters und das ist viele Jahre her und dann in der Schule wieder, weil ich wirklich nicht glauben konnte, dass in Deutschland so viele Menschen wirklich vor dir stehen und nicht das Geld haben, um für ein Mittagessen zu haben. Und dann stehen die Kinder hinter dir und sehen ja, dass deine Karte nicht gedeckt ist. Das ist also, verstanden, das ist so schmerzhaft, dass wir dann einen Förderverein eingeführt haben. Und wir haben dann natürlich auch versucht, natürlich niemand zu benachteiligen. Aber daran sieht man, wir sollen auch manchmal ein bisschen um unsere Umgebung uns kümmern und nicht nur immer überlegen, wo kann man im Ausland jemanden unterstützen, sondern wir haben genügend soziale Probleme, die wichtig sind. Thank you.
Lieber Herr Lafer, hat Ihnen das Kalbsfilet Ihres Kollegen aus dem Safran geschmeckt? Sehr gut. Ja? Also ich liebe gutes Essen und ich finde es einfach schön, so wie jetzt hier zu sitzen, gut zu essen, ein Glas Wein zu trinken, großartig. Mhm. Ist es nicht auch schön, wenn einmal für einen gekocht wird, anstatt dass man selber für 2000 Menschen kochen muss, wie es damals bei der UN-Vollversammlung getan haben? Da waren Sie 4 Jahre für Klaus Kinkel auch unterwegs, im Einsatz. Ja. Genau. Ja, das war ja der ehemalige deutsche Außenminister, für den ich natürlich manchmal begleitend die Ehre hatte, Deutschland zu repräsentieren im Bereich der Kulinarik und aber auch unter Anführungszeichen die UN-Vollversammlung New York dabei. Es ist schon schwierig, also 2000 Leute oder es ist schon. Wie viel Hilfe braucht man da? Da braucht man schon einen Stab von Menschen. Wir hatten auch mal mit Herrn Beck damals in der Botschaft einen Empfang für 3000 Leute auch in New York und in Washington. Das war schon richtig viel Arbeit. Aus dieser Zeit rankt sich auch so eine schöne Geschichte um 8 Bunsenbrenner. Stichwort ja. No Fire, Sie das erinnern sich war, sicher. Ja, der Herr Busch, der ja, war ja zu Gast und hatte ein Festbankett im Mainzer Schloss, im kurfürstlichen Schloss. Und ich hatte die Aufgabe, dort auch ein Dessert zu machen, nämlich Crème Brûlée. Und man muss sich vorstellen, der Raum ist, also das ist der Innenraum und um den Raum außen ging ja so ein Wandelgang quasi, wo man Tische hingestellt hat. Wir haben ja dann 120 Teller hingestellt und ich habe meinen Köchen gesagt, wenn wir jetzt das ziemlich zackig servieren wollen, dann braucht man mindestens 8 Bunsenbrenner. Und wir haben noch kaum den ersten angemacht, springen plötzlich solche Kleiderschränke von diesem amerikanischen Sicherheitsdienst durch die Tür und dann schreit der eine, no fire please. Dann habe ich gesagt, why no fire? Ich kann mich ja nicht selber auf den Teller setzen, sondern ich muss ja diese Crème Brûlée da abflammen. Also auf jeden Fall war dann der Kompromiss, den die gemacht haben mit uns, war, dass 8 Sicherheitsbeamte, jeder für einen Koch zuständig, genau geschaut haben, ob wir wirklich die Teller nur flambieren oder versuchen, da hinten irgendwas zu machen, damit die da nicht mehr rauskommen. Also da sieht man einfach, wie penetrant genau und wie sicher man da mit dem Thema umgeht. Ein einzigartiges Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Sie sind schon immer viel gereist, besonders in Ihrer Zeit mit Klaus Kinkel. Und Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Kulinarische Reisen haben Sie unzählige, Dankeschön, unternommen und kreieren auch Menüs für die Gäste von Singapore Airlines in 10.000 Metern Höhe. Ist das richtig, dass man diese Höhe simulieren muss? Da wird in Druckkabinen gekocht, habe ich gelesen. Also das ist eine der wenigen Airlines, die das wirklich unter reellen Bedingungen auch testen. Ich war natürlich dann mehrmals in Singapur zur Einschulung. Mhm. Und wir haben dann auch in der Produktionsküche zugeschaut. Und ich habe dann gesehen, wie einer Kartoffelpüree macht. Und dann hat er so einen großen Kessel gehabt, so würde ich mal sagen 40 Liter Kartoffelpüree. Und dann hat er da Sahne reingemacht, Butter und 4 Hände voll Salz. Und dann ist also Folgendes passiert, dass er mir dann so einen Plastiklöffel gab und ich habe dann dieses Püree probiert und natürlich, da waren auch Fotografen und Kameras dabei. Mhm. Und ich wollte nicht gleich zu Beginn meines Einstiegs sagen, der Koch hat ja keine Ahnung, das ist ja komplett versalzen. Also es war wirklich, also so extrem gesalzen, das war wirklich, also normalerweise also nicht essbar. Ja. So, und dann haben wir ja diverse Speisen angerichtet, unter Anführungszeichen auch mit diesem Püree. Und dann haben wir in der Druckkabine, die dann ja auf 10.000 Meter Höhe eingestellt wird, das dauert ungefähr eine halbe Stunde, dann dieses gleiche Gericht gegessen mit dem Püree. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass das Püree genau den Geschmack hatte, was man sich vorstellt. Und das ist eben entscheidend, dass auf so einer Höhe, deswegen auch bei, zum Beispiel bei diesem Tomatensaft mit Salz und Pfeffer und so weiter, dass alles sehr kräftig gewürzt werden muss. Auch muss Wein man das machen? Muss sehr, ja, musst was du wirklich. Ist die Begründung? Die Begründung ist, dass du also die Luft ist ja sehr trocken. Ja. Und deine, sag mal, diese, ja, wie soll ich sagen, ja, Geschmackssäfte im Mund, diese Feuchtigkeit, die ja auch dann durch die Geschmacksknospen den Geschmack aufnehmen, die sind fast nicht vorhanden durch diese trockene Luft. Mhm. Und daher muss man die Speisen extrem würzen, damit man das auch wirklich dann so bekommt, wie man sich das vorstellt. Auch beim Wein zum Beispiel. So, ich habe einen Wein vorgeschlagen, so ein Spätburgunder aus Deutschland, der hat geschmeckt wie Spülwasser. Der ist so dünn. Der hat keinen Charakter, deswegen sind diese Weine wie Cabernet Sauvignon oder Shiraz oder auch zum Teil kräftige Rioja, sind die Weine, die an Bord am meisten getrunken werden, weil sie eben diese ganzen kräftigen Aromen haben. Rioja findet man immer auf der Karte, das genau, stimmt. Genau.
Herr Laffer, bei Ihnen hat sich jüngst viel getan. Sie haben sich aus der Sterneküche verabschiedet, ja, und sind dabei, auf der Stromburg ein Restaurant namens Johanns zu etablieren. Wollten Sie sich schlicht vom Hochleistungssport der Grande Cuisine zurückziehen und auch vom Sternezwang vielleicht? Ich habe sogar noch einen weiteren Schritt mittlerweile vollzogen. Ich habe nämlich auch das Anwesen Stromburg an bewährte Hände übergeben, inklusive dieses Restaurants Johanns. Warum? Also, wenn man so viele Jahre sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt, ich habe ja, wie gesagt, 73 angefangen mit diesem Beruf und bin also 45 Jahre noch mehr darin voll aufgegangen, dann merkt man irgendwann mal, dass man auch, wenn man keine Nachfolge so wie wir hat, sich relativ zeitig bemühen muss, wie man das mit sehr viel Liebe aufgebaut in bewährte Hände geben kann oder möchte. Das eine war zuerst der Schritt natürlich in der Tat weg von diesem Hochleistungssport, weil ich finde, dass wenn man das so lange gemacht hat, man irgendwann auch ganz klar den Wunsch hat, sich diesen Zwängen oder unter Anführungszeichen diesem extremen Druck nicht mehr so intensiv unterwerfen zu wollen. Und das Zweite ist natürlich auch, dass man heute merkt, dass der Mensch ein bisschen mehr wieder die Normalität liebt. Also das hat ja nichts mit der Qualität zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass man dieses Casual, dieses normale Dining, dieses nicht so extrem verwandelte Essen immer mehr liebt. Und da habe ich gesagt, okay, ich kann erkennen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die das wieder wollen. Und da ich ja von meiner Herkunft her eben vom Bauernhof komme, da schließe ich wieder der Kreis, wo ja damals das Produkt der Star war und ich so dieses wahre Essen so geliebt habe, habe ich gesagt, okay, das möchtest du noch mal am Ende deiner Karriere, am Ende deines langjährigen Berufslebens machen, nämlich ja, losgelöst und frei und von allen Zwängen befreit, einfach das zu machen, was du selber gerne isst. Lieber Herr Laffer, wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und jeder Gast wählt ein Thema, ein Herzensthema, selbst aus. Sie haben erzählt zu Beginn unseres Tischgesprächs, dass Sie früher Messdiener waren. Würden Sie auch sagen, Johann Laffer ist auch heute noch ein gläubiger Mensch? Ja, absolut. Also ich meine, ich habe gerade jetzt sehr intensive Beziehungen zu diesem Thema, weil also einer meiner, wo ich Messdiener war, ist ja Bischof in Österreich und habe diese Person immer sehr geschätzt. Und was mich so was mir so gefallen hat bei dem Thema ist, das ist die Gemeinschaft, die Gemeinsamkeit. Also ich finde es immer, manchmal man sagt, naja, diese Kirche oder diese Leute, schauen Sie mal, bei uns in einem kleinen Ort, wenn es das nicht gäbe, es würde keinen Martinsumzug mehr geben, es würde das nicht geben, also ein Teil dieser Tradition, dieser Gesellschaft entwickeln oder eine Prozession von Leichnam oder Sonstiges. Ich finde, diese Werte, die wir haben, auch dieses Pilgern zum Teil, was auch die Leute in den Vatikan zum Beispiel machen, jetzt kann man diskutieren darüber, wie man möchte, ob man die Kirche positiv oder negativ findet, aber ich finde, eine Bewegung auf einer friedlichen Basis, nämlich das, was die Kirche hat, ist immer viel besser als eine Bewegung, die irgendwas mit einer, ich sag mal, mit einem Krieg oder mit einer Wertschätzung oder mit einem Wert zu tun hat. Ganz im Gegenteil, ich finde, das ist wichtig. Und ich kann nur sagen, ich hätte auch Priester studiert, aber meine Eltern konnten sich das damals leider nicht leisten. Aber es ist nach wie vor so, dass ich glaube und ich denke einfach auch, wenn der Glaube nicht mehr da ist, dann gibt es nicht so viele Dinge, die wahrscheinlich dich letztendlich in einer Fantasie bewegen können. Und deswegen kann ich nur auch möglicherweise vielen Menschen den Tipp geben, es ist nicht alles schlecht, was damit zu tun hat. Ein wunderschönes Schlusswort, lieber Herr Laffer. Ich bedanke mich. Gerne, Frau Stanke. Für dieses sehr, sehr schöne Tischgespräch. Danke für die Einladung und Frau Stanke, ich finde einfach, wir sollten anstoßen auf den Moment, den wir beide genießen durften. Zum Sehr Wohl. Gern, zum Wohl. Dankeschön. Und bitte bleiben Sie sich trotz der vielen, vielen Veränderungen in Ihrem Leben immer so treu. Ja.
Alles erdenklich Gute für Sie, Ihre Familie, Gesundheit, Dankeschön. Glück für die Zukunft. Für Sie auch. Merci. Danke. Liebe Zuschauer, ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren in den letzten 30 Minuten und ich freue mich auch über ein Wiedersehen mit Ihnen in 14 Tagen beim nächsten Tischgespräch. Bis dahin, bitte bleiben Sie gesund. Tschüss. Präsentiert von Staatlich Fachingen, das Wasser, seit 1742.